So, dann habe ich mir diese Schuhe geholt, weil da passe ich einfach rein. So. Hier ist Schlüssel dabei. Sieht einfach so schön aus. Obwohl keiner das verstehen kann, dass ich das so gehängt habe, aber sieht so schön aus und hier vor der Tür auch. Richtig hübsch, es leuchtet abends. Und das leuchtet eigentlich auch alles. Und das leuchtet nicht. Morning, in the morning. Ich fahre gerade meinen Mann abholen. Eigentlich hat er gedacht, dass das viel schneller geht beim Autohändler, weil wir müssen so eine Art Service machen. Also ehrlich gesagt, glaube ich, ist es nur ein technisches Update von diesen Dingern da. Und die haben dann zudem gesagt, dass das 3 Stunden gedauert und ich lag ja auch im Bett. Ich war zwar wach, aber ich lag noch im Bett, deswegen hat es erstmal ein paar Minuten gedauert, bis ich mir die Zähne geputzt habe, mir 30 Schichten angezogen habe. Wir haben 2 Grad, das ganze Auto ist eingefroren. Was ich noch habe, ist Hunger. Ich habe richtig Hunger. Ich habe gestern einen Tag Vloggen übersprungen, nicht weil ich das gerne so hätte. Das schießt mir ehrlich gesagt so ein bisschen ins eigene Fleisch. Schießt mir ins Knie oder schneidet ins Fleisch, Tara. Aber es war tatsächlich so, dass wir gestern ein Meeting hatten, das ging ungelogen 5 Stunden. Also nee, und doch um 2 waren sie da, also um 6 sind sie dann gegangen. Also klar, ich habe noch gekocht, also ich habe eine Lachslasagne gemacht und eine Suppe und einen Salat. Und das haben wir dann zusammen gegessen. Und das sind Freunde von uns, die aber mit uns zusammen arbeiten. Wenn es um Finanzen geht, dann bin ich jetzt nicht so der hellste Mensch drin. Wir arbeiten aber mit denen zusammen, weil die sich einfach extrem gut auskennen. Das ist halt sehr, sehr cool. In einem Kilometer rechts abbiegen auf Kölner Straße. Hier ist wirklich alles eingefroren. Und ich finde es bewundernswert, dass es immer noch Fahrradfahrer draußen gibt, die bei dem eiskalten Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit oder weiß ich nicht fahren. Klar, manche haben vielleicht nicht die anderen Mittel, aber ich glaube, viele machen es auch freiwillig und ich glaube, es ist sehr, sehr schön für einen selbst, wenn man sich schon so schön bewegt hat vor der Arbeit. Ich bin gestern vom Meeting, also kurz vorher aufgestanden, 10 Minuten bevor Schluss war und habe gesagt, Leute, ich muss eine Runde spazieren gehen, weil ich saß den ganzen Tag und es ist für die Schwangerschaftsdiabetes einfach auch überhaupt nicht gut und wir sind danach zu Fantissima gefahren. Fahrt dorthin wäre auch nur sitzend natürlich und boah, der Himmel ist gerade so schön rosa und hell, es sieht einfach so schön aus. Alles ist eingefroren, so ein richtiger Wintermorgen. Ich wünschte, das wäre nur Sonntag. Auf jeden Fall nochmal zurück zum Punkt. Ja, wir sind dann danach zu Fantissima und da saßen wir dann auch nur. Und zwar dann auch wirklich 4 Stunden. Und dann habe ich gesagt, nee. Also, mein Mann war ja noch dabei und hat dann den Rest geklärt. Aber ich musste dann aufstehen und eine Runde spazieren. Ich werde heute auf jeden Fall auch wieder spazieren gehen, wenn es die Zeit zulässt. Ich habe heute eine Pediküre und eine Maniküre. Und abends habe ich auch noch eine Massage. Das bedeutet aber trotzdem, dass wir fleißig jeden Tag gehen. Wenn man jeden Tag sich eine halbe Stunde bewegt, sei es spazieren oder Fahrradfahren oder laufen, joggen, egal, wenn man sich bewegt, diese halbe Stunde verringert das Herz, das Risiko zu einem Herzinfarkt um ganze 50%. Da mein Schwager und meine Schwester beide Medizintechniker sind, erzählen die mir auch manchmal von den OPs und so. Ne? Also OPs am Herzen sind, wenn man jetzt zum Beispiel einen Herzschrittmacher oder sowas einsetzt, alles cool. Das, da sind Deutschen sehr, sehr gut drin, aber es kommt halt von verschiedenen Dingen, die man hätte verhindern können. Und dazu gehört auf jeden Fall genug Bewegung. Ich weiß, dass man ganz lange dann auch da sitzt, gerade im Homeoffice, ne, ist man so ein bisschen so, aber es ist wirklich sehr, sehr gut, wenn ihr euch eine halbe Stunde am Tag bewegt. Das ist nicht viel und kann sehr, sehr viel aber für euch selbst machen. Wir waren gestern im Fantissima, da habe ich vor 2 Jahren meinen Antrag bekommen im Phantasialand. Ich liebe ja Achterbahnen und so, ne? Das ist ja für mich, also, dass ich da nicht schwanger drauf gehen darf, ist für mich echt so. Ich liebe das, umso höher, schneller, egal, alles mega. Was ich nicht so gerne mag, ist der freie Fall, aber ja, mache ich dann auch trotzdem. Wir haben dann eine Weihnachtsfeier gestern da gehabt mit meinem Team, die mit mir zusammenarbeiten. Dafür wollte ich einfach Danke sagen und deswegen habe ich alle dahin eingeladen. Und wir arbeiten ja noch mit einer Künstlerin zusammen. Das heißt, die Künstlerin ist natürlich auch mit ihrem Mann noch dahin gekommen. Es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. So schön hier. Ich muss mal ganz kurz halten. Hier ist eh gerade keiner. Guck mal bitte, wie es hier aussieht. Es ist einfach ein Traum. Und hier ist auch noch so ein See. Ach, so schön.
jetzt bin ich fast da und jetzt ist das Auto auch schön warm. Er konnte jetzt drin warten, aber nichtsdestotrotz waren es jetzt 40 Minuten. Links abbiegen auf Militärringstraße. Militärringstraße. Wie viel Glück ich habe. Ich so, boah, es ist so schön gerade am Haus am See. Und er so, sollen wir eine Runde spazieren gehen? Ich so, ding, 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 meine Augen so Sterne. Jetzt ist es gerade voll schön, die Sonne geht gerade richtig auf. Und ja, es ist richtig so angenehm. Es ist nicht so ganz so kalt, wie ich dachte. Ein bisschen kälter, aber ich habe auch 30 Lagen an. Sommerliche Temperatur. Ich habe hier eine Leggings an von H&M. Dann habe ich noch hier von Bona Lima die Jogginghose oben drüber. Dann habe ich ein Intimissimi Kaschmir-Oberteil an, langen Arm. Danach habe ich noch ein Donda-Pullover drüber, einen Schal und einen Mantel. Die warme Hand meines Mannes in natürlich seiner Jackentasche. Wir machen das immer so. Aber es ist so schön. Der ganze See ist richtig vereist. Ui, guck mal, der kleine Vogel. Willst du schwimmen? Geht aber nicht. Ja, schade, ne? Das habt ihr gerade aus dem Auto gesehen. Als ich gesagt habe, ich bleib kurz stehen. Guck mal, wie schön das aussieht. Hier war das. Ich wollte immer einen Backofen mit Pyrolyse nehmen. Echt, es war so dreckig. Und ich zeige euch nachher, wie sauber. Ich kann leider das Licht nicht mehr anmachen. Ich habe es vergessen. Es dauert zwar immer so seine 3 Stunden, aber alle 4, 5 Wochen, ja, mache ich das. Und es ist dann immer schön sauber, der Backofen. Ich habe jetzt gerade hier ein Backblech sauber gemacht, was richtig, richtig verrostet, also verölt war. Also es war richtig, das war so eklig. Ich weiß nicht, was ich da drauf getan habe, ohne Backpapier. Und in der Zeit hat mein Mann uns Frühstück vorbereitet. Hä? Juhu. So, die Insel ist sauber. Ich mache mein Ceranfeld immer hier mit diesem Dr. Beckmann sauber. Das ist einfach das hier. Das ist einfach dieser Putzstein hier. Und mein Waschbecken mache ich mit diesem Universalstein sauber. Also den finde ich auch mega, mega gut. Ich hatte die sogar schon mal gefragt, ob ich einen Code oder so für euch kriege. Aber leider kamen wir da nicht zusammen. Aber ich benutze den, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Also ich zeige euch das gleich mal. Hier sind überall jetzt vom Backblech sauber machen. So Streifen und so. Und hier auch. Seht ihr das? Und da braucht ihr echt keine Sorgen haben, weil die... Ja, Villaroy und Boch Waschbecken, auch diese weißen Keramikwaschbecken, auch wenn man irgendwie meint, oh nee, da komme ich nicht mit klar, das kriege ich nicht sauber oder da werden sich doch irgendwann Flecken, nee. Also auch wenn ich mal eine Woche nicht da war, mein Mann alleine hier war, wurde es danach wieder weiß oder war es auch nie dreckig oder so, ne. Die sind schon sehr unempfindlich so, aber zwischendurch muss ich eben dann mit diesem Universalstein, den man auch für alles andere benutzen kann, sauber machen. Ja, und die restlichen Flächen habe ich auch schon abgewischt und... Alles soweit, so gut. Ich will nur noch diese Pflanze da rausstellen in den Garten und das Paket mit euch öffnen. Das ist nämlich was sehr, sehr Cooles. Das ist so, ja, ein Zuckerersatz, Ölersatz und sowas. Alles picobello sauber, glänzt richtig schön. Machen wir ein kurzes Paket auf. Ich warte wirklich schon lange darauf. Also es hat nicht mal eben, sondern aber ich glaube Black Friday und die DHL haben wieder Ende des Jahres richtig viel zu tun. Deswegen, wenn ihr etwas bestellen wollt für Geschenke oder so, mach das lieber schnell. Hier ist ein Ölspray. Das nennt sich 2-Kalorien-Ölspray. Das ist, die Marke nennt sich, die ist sehr bekannt, More Nutrition. Die ist sehr bekannt auf Insta. Ich kannte sie nicht. Die Maya hat mir das empfohlen. Und wie gesagt, das ist das 2-Kalorien-Ölspray. Perfekt zum Kochen und Backen mit wenig Öl. Besonders hitzebeständig, sogar bis 210 Grad. Pro Sprühstoß nur 2 Kalorien. Pro 100 Gramm 810 Kilokalorien. Mit 20 cm Entfernung auf Pfanne oder Backofen sprühen, also wirklich, wenn ihr halt irgendwas anbrät oder so. Und dann habe ich noch lauter Proben bestellt. Das sind so Flavor, die man überall mit reinmixen kann, in seinen Joghurt oder in den Kuchen oder so, meine ich. Also ich, ja, das ist hier einmal Vegan Chunky Flavor More Nutrition in Stracciatella. Das hat pro Portion 10 Kilokalorien und das kann man, wie gesagt, dann einfach... Ja, in alles reintun, was man möchte. Wenn ihr da Erfahrung habt, sagt gerne Bescheid, was ich damit machen kann alles. Das ist einmal Fudge Brownie. Und dann haben wir einmal Puddingcreme, Himbeerjoghurt, Vanilla Dream, Kirschjoghurt, Salted Caramel. Nochmal Stracciatella. Ich meine, ich habe es für noch meine Schwägerin bestellt. Dann Vollmilchschokolade, auch für meine Schwägerin nochmal. Für mich auch einmal. Bananarama, Cinnalicious. Ich glaube Cinnamon oder so. Probiere ich das auf jeden Fall aus, weil das, ja, guter Ersatz ist. Aber man kann auch mal auf der Seite gucken, was man damit als machen kann. Und genau, das ist mein kleiner Küchenroll. Hm.
nehme jetzt meine ganzen Tabletten, die habe ich noch nicht genommen, obwohl wir schon 11 Uhr haben. Heute ist eigentlich auch Putztag. Mal gucken, wie ich es schaffe heute mit dem Putzen und Wischen, weil meine Hilfe, die jetzt auch donnerstags zu mir kommt und mir hilft, die ist leider heute nicht da. Die hat, ja, die kann leider nicht. Wir brauchen einmal Vitamin D. Ich nehme hier die 2000er. Vor der Schwangerschaft übrigens 6000 genommen. Dann nehmen wir einmal Eisen. Das nehme ich seit neuestem. Da musste ich meinen Körper noch ein ganz kleines bisschen dran gewöhnen. Dann Magnesium und ein Folsäurepräparat. Der Meister bringt uns bei, wie man einen Kamin anmacht, weil wir Frauen müssen das auch können. Erzähl. Du musst immer so ein dickes Stück hinlegen, mal parallel zur Scheibe. Und die nächsten zwei Scheiben, die du drüber legst, sollten dann so ein bisschen schmaler sein. Sowas, okay. Das kannst du dann nehmen. Das muss ja besser und schneller brennen können. Und die Holzstücke, die du da drauf legst, sollten dann nochmal schmaler sein. Genau. Okay. So. Insgesamt 5 Stücke. Wenn du halt schnell anzündest, nimmst du so Wolle. Naja, das ist so. Was ist das für Wolle nochmal? Die kriegt ihr überall, Holzwolle. Und das steckt man dann dazwischen, glaube ich. Wenn man die anzündet, dann geht dann alles an. Und cool. Ach so, hier. Die Luftzufuhr. Müssen beide auf sein. Vielen ja. Dank. Danke für dein Tutorial. Gerne. Was sollst du sagen? Und danach musst du noch schauen. Das ist immer unterschiedlich lang. Manchmal dauert es 10 Minuten, manchmal 20 oder 30. Ja. Wenn es anfängt richtig zu brennen, machst du den ersten, also den Primärluftregler zu. Ah, den hier? Den ersten, genau. Den machst du dann komplett zu. Und dann der dazwischen ist jemals. Genau, der wird dann zugemacht. Dann arbeitest du nur noch mit dem. Wenn es dann zu stark ist und das Holz zu schnell brennt, kannst du ein bisschen zumachen. Ich mache das dann auch immer, wenn eine gute Temperatur erreicht hat und immer wärmt, mache ich den so in die Mitte. Weißt du, warum ist die Scheibe immer so am Anfang? So beschlagenmäßig? Ja. Ah, wie wunderschön. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass er nicht so unbedingt einen Kamin haben wollte. Ich aber schon. Und er jetzt auch voll und seine Freunde auch alle so, boah, wenn wir bauen dann oder irgendwie umziehen oder so. Beim nächsten Mal wird auf jeden Fall ein Kamin mit eingeplant, weil es ist einfach eine ganz andere wunderschöne Atmosphäre. Ich bestelle gerade ein paar Weihnachtsgeschenke. Genau, wenn sie da sind, zeige ich sie euch. Und ich gucke mal, was ich noch so bestelle. Mein lang ersehnter Pullover von H&M ist da. Ich freue mich. Ich habe mir den damals in beige gekauft, habe den wirklich sehr, sehr gerne rauf und runter getragen und habe den jetzt nochmal in so einem, ich zeige ihn euch, warum zeige ich ihn nicht direkt, in einem Grau. Da war der die ganze Zeit ausverkauft. Ich verlinke ihn euch, wenn er da ist, Ladies. Er ist ganz schnell weg. Ich wollte meine Kompressionsstrümpfe an. Ich möchte auch noch gleich ein Reel drehen und die nerven mich so hart. Mann, ich kann es kaum abwarten, dass ich mal tragen muss, echt. Also das ist dieser Rolli in so einem schönen Grey. Der ist so weich, so schön. Und ich habe den gesagt, wie gesagt, im Beige. Und das ist mal so ein anderes Grau. Das ist so ein Grayish halt einfach wirklich so die Schlafzimmerfarben ungefähr von mir. Natürlich habe ich Intimissimi drunter. Oh, ich liebe den. Der ist so kuschelig und so weich und diese Farbe ist auch so schön. Ich glaube, ich trage mir jetzt einfach einen roten Lippenstift dazu auf, weil wir shooten nämlich jetzt, wie heißt das, Vlogmas. Ach Gott. Vlogmas, ja genau. Willkommen zu Vlogmas. Wir shooten Sweet Monday. Da bekommt ihr auf Instagram ja gerade von mir ganz viele Geschenke. Und das shooten wir gleich mal und oh mein Gott, das ist so schön. Noch kein Parfum drauf. Ich nehme jetzt mal heute Rose Pionier von Lancôme. Maison Lancôme. Yes! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir ziehen mir jetzt kurz Ohrringe an, weil ich habe nämlich gerade noch gar keine angezogen. Und dann packen wir meinen Adventskalender aus. Da freut ihr euch immer drauf. Also schreiben wir alle, packt ihn immer mit uns aus. Ich habe die mal von meiner Mama geschenkt bekommen. Hier habe ich auch den Ring an. Der Ring, der war mir immer viel zu groß. Der ist auch jetzt noch sehr locker. Und das ist mit so Steinen, die ihre Farbe verändern. Ich mache den, schlag den nicht um, sondern ich lasse den so ein bisschen so. So, dann der Dior Adventskalender. Hier fangen wir bei der 7 an. Ich benutze zwar kein Rot, aber verschenke ich sehr gerne. Ich hole euch jetzt lieber hier rüber, weil ihr das ein bisschen besser sehen könnt im Licht. Auf jeden Fall, das hier ist der Ton. Ein Amber Nui. Duft.
Süßlich, aber irgendwie so ein bisschen herb mit dabei. Dann hier unten ist die 9. Ein Dior. Ich glaube, das ist so ein kleines Mousse, um das Gesicht sauber zu machen. Dann haben wir noch die Nummer 10. Oh, ein Homme-Duft für meinen Mann. Wie immer eine Ehre, dieser Kalender. So, jetzt mache ich mal einen Bio-Term-Adventskalender auf. Tadadada. Wo waren wir hier stehen geblieben? Ja, wenn die wahrscheinlich auch bei der 7, oder? Also die 7 ist eine Bath Therapy Creme. Die habe ich schon gesehen, weil ich da mal was gefilmt habe und die 7 aufgemacht habe. Die 8 ist ein Live Plankton, eine Maske. War nicht, ne? Das ist einer der besten Masken, Overnight-Masken, die ich habe, wenn ich wirklich weiß, mein Gesicht ist und ich muss am nächsten Tag aber sein. Am Samstag zum Beispiel werde ich sie auftragen, weil am Sonntag haben wir das Shooting für Haute Couture. Die neuen Mäntel kommen wieder raus und sie sind wieder mal die krankeste Quali, handgemacht, wirklich in so einer ganz kleinen Schneiderei in Istanbul. Also keine massenware Abfertigung oder sonst irgendwas. Zu dem krankesten Preis, wirklich. Deswegen habe ich für Marketing leider nicht so viel Geld. Also für die Produktion der Bilder und Videos. Ich habe jetzt ein Studio von einem Freund gemietet, geliehen für den Sonntag. Weil unter der Woche arbeitet er da und der gibt uns die Schlüssel, damit wir sonntags da rein können. Damit ihr einfach richtig gute Preise kriegt, weil der Mantel mal wieder, der war das letzte Jahr so ausverkauft. Diesmal kommt er in 3 Farben und der ist wieder mal eine Perfektion. Also ich habe gestern nochmal über die Knöpfe geschaut. Sie sind... Ich kann kaum abwarten, ehrlich gesagt, bis diese Corona-Geschichten endlich mal ein Ende haben, weil das erschwert einem sehr, sehr viel. Also wir wären schon viel früher gedroppt und hätten noch ein paar mehr Teile rausgebracht und sowas alles. Die heiß, heiß, heiß begehrte Strumpfhose geben, die ist ja so beliebt gewesen. Die war ja auch so schnell weg. Und ja, diesmal allerdings machen wir es ohne Mindestbestellwert und dann versandkostenfrei, weil tatsächlich das sehr, sehr viele ausgenutzt haben. Also da waren wir so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte so, meine Community würde es besser wissen. Aber ja, wir zahlen da wirklich alles aus eigener Tasche. Es ist kein Sponsor so dahinter. Das geht alles von mir raus und oder von mir und meinem Partner raus. Und das ist sehr viel Geld. Wie sage ich das am besten? Also wenn man das dann ausnutzt und dann extra... ja, was kaputt macht und zurückschickt oder so, das hat schon mein Herz gebrochen. Es waren sehr, sehr wenige, aber ich fand es wirklich so unter der Gürtellinie, weil tatsächlich eine Strumpfhose nicht von Menschen verpackt wird, sondern von Maschinen und die Maschine macht halt 1000 Mal, 2000, 3000 Mal dasselbe. Also sie kann nicht einmal was falsch machen. Da war ich schon so ein bisschen, wir haben auf jeden Fall... die mega krasse Strumpfhose und Mäntel in 3 verschiedenen Farben, die ihr bestimmt, also da gibt es auch mal wieder nur so ganz, ganz geringe Stückzahlen, weil die sind halt handgemacht, ne? Also da gibt es jetzt keine hunderte von Stück und die sind halt handgemacht. Ja, da haben mich schon alle gefragt, wie zur Hölle machst du das? Das geht doch nicht und so, aber ich will, dass ihr High-End trägt und dass aber sich das jeder leisten kann. Solange ich das kann, möchte ich das machen. Wenn ich das irgendwann nicht mehr kann, weil es zu viel Ausmaß annimmt oder so, dann ist das auch so. Aber solange ich das kann, werde ich mein Bestes geben dafür. Eine Blue Therapy Eye. Eine ganz, ganz tolle Augencreme. Sehr reichhaltig und sehr nährend. Also so wirklich sehr, sehr reichhaltig. Braucht ihr ganz, ganz wenig von. Ah, Live Plankton Eye. Voll gut. Das kann man zum Beispiel darunter auch geben. Oder halt separat benutzen. Ne? Dann haben wir noch von Luisa. Nude Lipstick Until I Die. Da ist ja immer von Reval de Loop ein Lipstick mit drin. Ah, ich glaube, das sind diese wiederverwendbaren Augenpads. Bin mal gespannt, wie die sind. Ich bin ja immer auf der Suche nach wirklich guten. Und dann haben wir von No Makeup ein 24 Karat Gold Infused Beauty Oil. Ich stelle das mal hier auf meinen Tisch. Vielleicht ist das auch zum Rollen ganz cool. Seife. Die bringe ich meiner Mama mit, weil ich keine feste Seifen benutze. Nur Flüssigseifen. Dann haben wir meinen Schwangerschaftsadventskalender. Hier ist einmal die 10. Wie süß. Ein Holzspielzeug, eine Schnullerkette, auch sehr cool. Ich glaube, das ist was Cooles für den Kinderwagen. Die ist einfach nämlich komplett aus Holz, ohne irgendwelche Farben, bunt, Schnickschnack. Aber ich glaube, das ist aber auch sehr robust. Hands-free Keyring for busy people. Das sieht voll süß aus. Das ist einfach so ein kleiner Schnuller dran. Oh, das mache ich in meinen Schlüssel dran. Dann haben wir hier noch die letzte. Das ist ein Kirschkernkissen. Dann kommt der Adventskalender meiner Schwester.
Also meine Schwestern und Mama haben ja alle da mitgemacht. Eine schöne Farbe. Eine Mütze. Eine Hose. Oh, das ist auch eine größere Größe. Bestimmt 62 oder so. 68 sogar. Perfekt für den Sommer. So Sommer, Herbst, oder? Wann ist denn der soweit? Der ist auch größenverstellbar. Ich habe den in Peach und in so einem Grün. Nicht Peach, in so einem grünen Seegras. Und der hat hier unten, aber in ganz, ganz klein habe ich den, so Knöpfe, damit man das kleiner oder größer machen kann. Schön, die Farbe ist sehr, sehr schön. Das ist alles H&M. Dann haben wir hier Strumpfhosen. Wie cool. Ich habe mir auch letztens gedacht, brauchen Jungs auch Strumpfhosen? Und meine Freundin so, ja. Natürlich ziehen die da Strumpfhosen drunter. Ich so, ja, keine Ahnung. Oh. Sterntaler. Okay. Dieser Windelbereich ist immer richtig süß. Das hier ist die Marke Sterntaler. Mit diesen verschiedenen... Oh, wie süß mit diesem Elefanten. Ich wollte ja sein ganzes Zimmer voller... Also eine, die lange Wand wollte ich mit so einer Tapete machen. Dschungel. Ne, so Thema Dschungel mit Löwen und Zebras und Palmen und so. Und dann dachte ich, ey, nicht, dass der sich erschreckt. Der ist doch noch ein ganz kleines Baby. Das kann ich ja dann machen, wenn er so 2 ist oder 3 ist oder so, ne? Aber nicht, dass der irgendwie sich, wenn er da liegt und dann macht er die Augen auf und dann ist er so ein Löwenkopf an der Wand. Und ich bin immer noch unschlüssig. Wir haben jetzt ein Wandtattoo bestellt. So ein Bär ist das. Ich, hab ein bisschen Schiss gehabt, dass er sich halt erschreckt, ne? Und deswegen haben wir gedacht, komm, aber eigentlich hätte ich gerne so einen Koala, so einen Löwen irgendwie in der Ecke und so, ne? So richtig so schön kindlich, aber so ein Märchen, so ein schönes kindliches Zimmer, weil er ist ja noch kein Kind. Da ist er auch erstmal noch ein Säugling und da braucht er wahrscheinlich sowas erstmal nicht. Und da waren auch noch dabei, also ich habe auch noch für in einem Tag so viel bekommen, das hier. Das sind so Mulltücher, auch in sehr, sehr schönen Farben. Musselin Blankets. Achso, das sind Tücher, richtige Decken. Richtig süß. Richtig, richtig süß. So, einmal Lippenstift drauf machen. Ich nehme jetzt hier den 800. Ne, ich glaube, das ist die falsche Umverpackung. Das müsste doch die 999 sein, oder? 862, ich weiß nicht, ob das sein kann. Das ist dieser ganz knallig rote. Und den trage ich jetzt auf, weil ich jetzt, wie gesagt, das Foto schieße. Und ich finde, zu diesem Grau sieht es richtig schön aus. Ich nehme jetzt noch einen Lip Liner, um meine Ränder so ein bisschen schön zu machen. Das sieht man jetzt in der Kamera nicht, aber es ist nicht so sauber. Ich nehme einfach hier so einen dunkelbraunen von irgendwo.